So, Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zu Tarsis. Ja, wir wollen mal wieder versuchen, auf dem Mars zu fliegen, nachdem wir es in den letzten Folgen ja nicht geschafft haben. Und ich hoffe einfach, dass wir es endlich mal schaffen, ja, zum Mars zu kommen und, ja, wir versuchen einfach unser Glück. Ich wähle die vier jetzt mal aus. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn im letzten Moment hatte und sie. Ja, egal. Auf jeden Fall, die wähle ich jetzt mal aus und wir schauen mal uns an, ob wir es mit denen jetzt schaffen, zum Mars zu kommen. Leute, das kennen wir schon. Das können wir überspringen. Genau. Kaum Leute mit Würfeln, aber wir haben zwei hohe Zahlen. Genau. Alter Falter. Nee. So, dann haben wir jetzt noch 10. Das sollten wir jetzt mit dem Kapitän schaffen. Und 2 Fünfen. Am besten würfelt er 3 Fünfen. So wird das Ganze natürlich nichts, ne? Nee. Jetzt muss er noch eine hohe Zahl. Ich beiß gleich ins Mikro. Aber es kann nicht sein, dass wir im ersten Durchlauf schon so die Probleme haben, dass wir die nicht auslösen können. Es ist unglaublich. Unglaublich. Erste Runde und komplett der Shit. Nahrung oder Assistenz? Wir haben einmal Nahrung, aber wir haben alle einen Würfel weniger gekriegt. Ich brauche die Nahrung. Ja. Der Arzt und der Mechaniker. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Nein! Komm schon! Okay, dann schicken wir da den Arzt rein. Es war schon klar. So verflucht klar, ey. So klar. Irgendwie war es so klar. Zurzeit kann man keine 15 erreichen. Jetzt hat sie nämlich, das war nämlich clever. Das sieht nicht gesund aus hier hinten. Bin blöd, bin ich.
kann ich ihn nämlich hier reinziehen und hoffen, dass ich die 6 ausgelöst kriege. Ja, nice. Also die zweite Runde war jetzt optimal. Besser hätte sich laufen können. Aber man lobe den Tag nicht vor dem Abend. Ne, Leute? Denkt ihr immer dran. Man lobe den Tag nicht vor dem Abend. Das kennen wir auch schon. Nahrung ist wichtiger und zwar für den Captain. Beenden. Was? Okay. Der Captain fängt mal an und versucht die 25 zu reparieren. Alter Schwede! Was für okay, sind noch 8. Ich könnte jetzt den Mechaniker mit der 8 versuchen. 5. Jetzt brauche ich noch eine 5, Kollege. 5. Mann, oh. Shit, Dreck. Sehr egal, Statzes. Er schafft entweder, ich muss den nochmal würfeln, definitiv. Sehr schön. Dann kriege ich es ausgelöst. Und jetzt ist die Frage, gehe ich mit dem Arzt hier rein oder gehe ich da rein? Können die Einwürfe verkraften? Die bei... Ja, komm. Ich muss unser Schiff reparieren, sonst sehen wir alt aus. Ich weiß nicht, was so alles kommt noch. Ich hätte zwar lieber gerne die Leute noch ein bisschen irgendwie geheilt, aber so, das können wir auch. Keine Bewegungsschaden werden natürlich auch relativ geil, aber ich glaube, ich brauche... Okay. Das untere habe ich nicht gelesen. Dann gibt es keinen Bewegungsschaden. Oh, es sind nur 2 Würfel diesmal. Ja. 14. Also jetzt müssen wir ein bisschen clever vorgehen. Ich würde den Kommandant gerne hier reinschicken. 1 sind 4. Ich müsste erstmal mich... Mache ich erstmal die 11. Oh, drück mir die Daumen, dass ich jetzt keine falsche Entscheidung getroffen habe. Bitte jetzt eine 5, komm. Passiert immer noch. Okay. Also, ich müsste die 14, müsste ich mit... So wird es natürlich nichts. Jetzt brauche ich nur eine 5. Das
Das muss weg. Jetzt mal einmal eine 4. Höflich nochmal. Ja, ne? Dann könnte ich Würfel wieder erhalten machen. Dann hat er 2, 3 Würfel. Keine 5. Perfekt, genau 8. Ah, verdammt. Es kann nämlich jetzt sein, dass wir jetzt auf der Woche hängen bleiben. Ja. Ja, es ist immer so die Frage, was nimmt man, ne? Ich weiß halt nicht, minus 2 was, weil Nahrung wäre auch relativ geil. Aber es würde nicht viel bringen, weil ich da auch wieder nur einen mitmachen kann. Okay, ja. Jetzt sollte es ja wohl machbar sein, eine fucking 2 zu würfeln. Sehr nice. Einsichtsschiff. So. Nee, ne? Komm schon. 4, 5 und 6 geht in die Leere. Och nö. Habe ich keine Chance. Das ist weg. Zum Glück dieses verfluchte Feuer hier. Nicht gut. Oh, Gott sei Dank haben wir unser Schiff relativ hoch geholt. 2 Gesundheit für mich. Minus Stress. Garantiert nicht. Gesundheit, ein Schiff. Nahrung, nein. Gesundheit. Schlimmer kann es nicht werden. Oh, im Endeffekt müsste ich jetzt wen töten. Fuck. Verdammt. Das ist nicht wahr. Wie soll ich diese großen Zahlen wegkriegen? Drei, vier und fünf. Ich müsste 6 würfeln. Bitte. Wir können noch höchstens 12 kriegen. Ich habe verloren. Wieder mal.
Ja. Es wäre ja egal gewesen, wie wir es jetzt gemacht hätten. Also. Das ist nicht so einfach. Mann! Echt nicht so einfach. Och Mensch. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wir haben es wieder nicht zum Mars geschafft, Leute. Ich sag euch, irgendwann, ja, irgendwann packen wir das auch noch. Dass wir auf dem Mars landen und dann machen wir eine riesengroße Fete auf dem Mars. Nein, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ihr manchmal denkt, oh, warum macht sie das? Warum macht sie dies jetzt? Warum macht sie das nicht so? Leute, holt euch dieses Spiel, probiert es selber aus. Wenn ihr da sitzt, denkt ihr so, was soll ich jetzt tun? Mache ich das? Dann geht das schief. Mache ich das? Dann passiert das eventuell. Versucht einfach selber euer Glück. Ich kann es euch nur empfehlen, es macht verdammt viel Spaß und es ist echt, du willst es unbedingt schaffen, zu diesem Mars zu kommen. Und ich kann es aber nur empfehlen, dieses Spiel. Also liebe Leute, in diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, wir fliegen zum Mars.